Privet, meine lieben Leute, heute mal eine etwas andere Art von Video. Einige haben danach gefragt und hier ist es, das Draw My Life. Also jetzt für alle, die es nicht kennen, ich zeichne meine Lebensgeschichte auf. Ja, weil ich ja so gut zeichnen kann. Nein, kann ich nicht. Ich konnte eigentlich noch nie zeichnen. Dieses unglaublich geil gezeichnete Strichmännchen soll ich sein. Ich bin 21 Jahre alt, Musiker, YouTuber, Student und lebe im wunderschönen Deutschland. Ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, in Deutschland leben zu dürfen. Eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Land, nämlich aus Kasachstan. Und genau da beginnt auch unsere Reise, meine lieben Freunde. Ich wurde am 1. April 1992 in der damaligen kasachischen Hauptstadt Almaty geboren. Ich war schon von vornherein ein kleiner April-Scherz. Ich meine, kommt ja nicht alle Tage vor, dass mein Kind genau am 1. April geboren wird. Mein Vater meinte mal, er hat sich schon fast erschrocken, da ich bei der Geburt schon unglaublich viele Haare auf dem Kopf hatte. Ja, voll coole Frisur am Start. Im Grunde mein erster kleiner April-Scherz. Meine Eltern waren sich nicht wirklich sicher, wie sie mich nennen sollten. Andrei oder Andreas? Sie haben beide Namen auf je ein Blatt Papier geschrieben, das in einen Behälter getan, gut durchgemischt und den Namen gezogen, welchen ich mein ganzes Leben lang tragen sollte. Sie haben den Namen Andrei gezogen. Da aber recht schnell klar wurde, dass meine Eltern vorhaben, nach Deutschland auszuwandern, haben sie sich dann doch für Andreas entschieden. Klingt dann irgendwie doch ein bisschen deutscher. Und dann war es auch irgendwann soweit. Ich war gerade mal 2,5 Jahre alt und wir wanderten nach Deutschland aus. Die erste Zeit war wirklich sehr hart, da meine Eltern mit 2 Koffern und mir als Baby unterm Arm in einer ganz fremden Welt ankamen, deren Sprache man nicht verstand und deren Geflogenheiten einem fremd waren. Meine Eltern bemühten sich so schnell wie möglich Deutschkurse zu besuchen, damit sie ihr Deutsch aufbessern können. Meine Mutter ist Mathematikerin. Mein Vater Ingenieur. Ich kam schon recht früh in einen Kindergarten, denn ich kann ja unmöglich von meinen Eltern verlangen, dass sie neben dem Deutschlernen und Geld verdienen noch besonders viel Zeit für mich finden. Der Kindergarten war komplett fremd für mich. Die Kinder haben eine ganz merkwürdige Sprache gesprochen, die in keinster Weise Überschneidungen mit der Sprache hatte, die mir meine Eltern beigebracht haben. Und so geschah es, dass ich weinend vom Kindergarten abgeholt wurde, weil ich nicht verstanden habe, warum die Kinder zu Willisipiat Fahrrad gesagt haben. Ich meine, das hat 2 Räder, ein Gestell, ein Lenkrad und ein Sattel. Ganz klar ein Willisipiat. Das haben mir meine Eltern beigebracht. Und doch gaben mir die Kinder das Gefühl, ich würde falsch liegen. Ich konnte die Kinder kaum verstehen und diese mich genauso wenig. Ich war ein sehr ruhiges und sehr schüchternes Kind, mein halbes Leben lang. Vielleicht habe ich mich auch einfach ein wenig unterbewusst zurückgezogen, einfach weil die Kinder mich nicht verstanden haben und war auch deshalb sehr oft sehr traurig. Und doch mag ich behaupten, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, auch wenn ich nicht die meisten Spielzeuge hatte oder die meisten Freunde. Meine Eltern haben sich sehr gut um mich gekümmert und mich geliebt. Und trotz allem war ich ein glückliches Kind. Und natürlich irgendwann war ich nicht mehr so schüchtern und wurde voll der Chaot. Und hab Videos gemacht und Musik und aber dazu gleich noch mehr. Später bekam ich dann noch ein Brüderchen, was mich besonders gefreut hat. Ich meine, ich war immer allein und so einsam. Und jetzt hatte ich einen Bruder und doch alles cool, auch wenn es 9 Jahre Unterschied sind. Was soll's sein? Ey, ich hab einen Bruder. Nach der Grundschule bin ich auf die Realschule gekommen. Ich war sehr schüchtern, wie gesagt, und mein Deutsch war nicht sehr gut, weshalb die Entscheidung fürs Erste wohl die richtige war. Nach und nach weckte sich eine Art Drang in mir. Ich wollte genauso gut sein wie alle anderen Kinder, vor allem in Deutsch. Und deshalb habe ich besonders viel gelernt. Zur 7. Klasse kam ich dann aufs Gymnasium. Da war ich im Großen und Ganzen ein durchschnittlicher Schüler. Vieles hat mich gar nicht interessiert und ich habe nach Lust und Laune gelernt. Manchmal auch gar nicht gelernt über längere Zeit. Mathe ist, denke ich, mal ein ganz lustiges Beispiel, weil ich war über Jahre berüchtigt, dass ich im Zickzack geschrieben habe. Mal eine 6, dann eine 1, eine 5, dann wieder eine 1. Ja, wie gesagt, nach Lust und Laune. Wenn mir ein Thema sinnlos erschien, habe ich nicht gelernt. Wenn mich etwas sehr interessiert hat, dann konnte ich mich schon extrem hineinsteigern. Gut, das sagt jeder, aber ich glaube, bei mir habe ich das zumindest für mich selber extrem gut gemerkt. Irgendwann dann entdeckte ich die große Liebe zur Musik. Ich gründete eine Band und lernte Gitarre spielen und Scream. Letzteres war damals gar nicht so einfach, weil es weder YouTube noch irgendeine andere Quelle gab, bei der man das korrekte Scream lernen konnte. Mit 14 Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt mit meiner ersten Metalband als Gitarrist, Screamer und Sänger. Es war echt schlecht.
nicht, aber nach und nach habe ich mich natürlich auch verbessert. Zu dem Zeitpunkt bin ich auch zum ersten Mal auf YouTube aufmerksam geworden und habe unregelmäßig Videos geschaut und damit unsere Telefonrechnung extrem in die Höhe getrieben. Ich machte weiter Musik, doch irgendwann trennte sich meine Band und ich fand keine neuen Leute, mit denen ich eine Band formieren konnte, sodass ich eine eigene Solo-Metal-Band gründete, namens Cookie Breed. Ich hatte Spaß daran, sinnlose und lustige Texte zu schreiben und alle Songs selbst zu produzieren. Ich musste mir im Grunde alles selber beibringen und habe sehr viel Zeit damit verbracht, mehr Instrumente zu lernen, meine Recording-Skills zu verbessern und mich später auch in die Videobearbeitung einzuarbeiten. Damals machte ich mir am 15.11.2008 einen MySpace-Musiker-Account und ich habe direkt damit angefangen, meine ersten drei selbst aufgenommenen Songs hochzuladen. Nicht viel später lernte ich Nico kennen, mit dem ich mich recht schnell angefreundet habe. Wir produzierten einen Song zusammen und machten unser erstes Video dazu, welches wir 2009 auf YouTube hochgeladen haben. Das erste richtige Video war Cookie Breed featuring Wunderknabe, ein erotisches Lied. Gar nicht mal so gut, aber es hat mega Bock gemacht. Und ich meine, ich habe mich glücklich gefühlt und darauf kommt es im Endeffekt auch an. Ich produzierte immer weiter Songs neben dem Abi und es kam auch irgendwann Comedy-Videos dazu. Doch neben Cookie Breed wollte ich auch eine richtige Band haben, mit der man auftreten kann und bei der ich mich nicht auf alle Instrumente fokussieren muss, sondern nur auf den lustigen Teil, und zwar ins Mikro schreien und rumzuspringen. Ich lernte Benny kennen und wir haben uns sehr schnell angefreundet. Mit dem Benny habe ich meine derzeitige Band Tracy A. The Buck gegründet und wir machen immer noch Musik zusammen und sind mehr Freunde als nur Bandkollegen. Nach dem Abi habe ich mit dem Studium angefangen, was mir ehrlich gesagt nicht besonders gefällt, denn ich habe meine Berufung schon gefunden. Ich weiß, was ich machen möchte, was mir gefällt und was ich liebe. Musik und Videos produzieren und vielleicht irgendwann mal davon leben können. Ich weiß nicht, was in meinem Leben noch so passieren wird, aber eins weiß ich, es wird sich definitiv noch viel verändern. Es wird unglaublich viel passieren. Es gibt einfach so viel zu erzählen, so viele Erinnerungen, die ich eigentlich noch gerne mit euch teilen würde, aber ich will die restliche, uns noch verbleibende, kostbare Zeit dafür nutzen, noch eine wichtige Sache zu sagen. Ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr Gefallen daran findet, was ich hier so mache, dass ihr mich unterstützt und jederzeit da seid. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, wirklich verstanden zu werden, was ich als Kind vermutlich wirklich vermisst habe. Durch euch und durch ganz YouTube und Musik und all diese Leidenschaft im Grunde habe ich viel mehr Selbstvertrauen bekommen. Ja, und ich hoffe, wir können noch viele weitere Jahre gemeinsam durch die große Welt schreiten und wirklich schöne Erfahrungen sammeln. Und ein Appell an euch alle, steht auf und geht durch die große Welt, verdammt, und schlachtet Zombies und lebt euer Leben, seid glücklich. Boah, voll sentimental auf einmal. Was ist da los? Cookie Breed, was redest du da? Voll ungewohnt. Naja, das war mein Draw My Life Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch mal meine letzten Videos an. Und noch eine Sache. Dankeschön. Bitches. Immer dieses obligatorische Bitches noch hinterher. Das soll ich mir echt abgewöhnen. Naja, wie auch immer. Abonniert Cookie Breed und ciao. Bis zum nächsten Mal.